gehen wir jetzt hin? So, die Prüfung machen wir ja nicht. Ach komm, östliche Straße, dann gucken wir mal, was hier mit dem Außenposten ist. Hier unten ist auch nichts Neues dazugekommen. Ich weiß nicht, ob jetzt plötzlich vielleicht der Übergang hier offen ist, dass man darüber gehen kann, weil ich habe ja Quests hier auf der anderen Seite. Oder ob das hier der einzige Weg ist, hier lang zu gehen. Haben es auf jeden Fall viele Leute beim Zugucken verscheucht, weil wir gerade einen weiteren Emote eingefügt haben. Wo ist denn da die Kiste? Ach, das ist bestimmt oben. Auf der Brücke. Ach, das Pferd sieht einfach in jeder Position aus in Form von, oh, bitte töte mich, ey. Oh. Jetzt gerade steht es mal gerade. Aber sonst... mir tut alles weh. Warum bin ich so doof, dieses dämliche Dorf anzupeilen? Are we done here or what? Just a moment. The last one has been updated. Then you get... What is wrong with you? What numbskull is symbol? Okay, hier ist Quarantäne, beziehungsweise hier ist kein Eingang für mich. Und ich laufe eh schon wieder falsch. Ich muss da durch. Bin ganz an der falschen Ecke. Bin falsch mit dem Port gegangen. Jetzt mach mal Putt-Putt für Serena, weil sonst fühlt sie sich nicht bestätigt. Chat ist tot einfach. Frau macht sich Mühe, einen neuen Emote zu machen und die Leute machen nichts. We're all about to be sent to the quarantine outpost to fight the pestilence. My dream job, provided I don't pack it myself out there. Also für Subs-Emote. Ach, geht doch. Ja, ich kann nichts lernen. Oh, nenn mich bitte nicht Daddy Proof, ey. Hier gibt's. Ich möchte kein Daddy Little Girl hier haben. Halt! Who goes there? I'm here on Prince Adrian's behalf. I need to get into the Mage Factory immediately. Open the gate. Ah, you're from the Prince. We've been waiting on you for a good while now. In what sense? Kandor will tell you. He's in charge while Remedius is away. Open the gate, you loafers! Call the overseer. The most
brazen thief. Du siehst aus wie ein Dieb. Moment, hast du kampfunterstützende Zauber? Steinelementar, Kettenblitz, himmlischer Sturm, Feuerelementar. What do I care about Horus? I'm a mercenary. Oh, wait a moment. Are you heading to the Mage Factory? Yes. Please, hear me out. My assistant stayed behind at the Mage Factory. I need you to find him. Slow down there. Who? Why? I am a golem master. I was to deliver new golems to the Royal Guard, but foolishly forgot the tabula of Tinsa Dungeon. Without it, the golems will never awaken. Can we stick to layman's terms? Anyway, the tabula is in the hands of my assistant, who remained at Monpatri. If you could search for him, or he might have left some notes. The lost tabula must be found, or else the guard won't get its sentry golems. See? After the disaster, Legate Horus took me in and refused to give me up to the officials and all the rest of them. I can't let him down. No way. Wofür stehst du? Elementare, super. Vor allem nur Fernkampf-Elementare. Kein Loot. How much have we spent today? 7,530 units of mana. 3 light spirits used up. That's too much. Write this down in the journal for tomorrow. Replace the seal of Avielius with the key of Sarpados. Highest priority. Got it. Are you Kandor, the senior mage at this outpost? Yes, that's me. And you're the prince's agent, the one who caught Ador and made him talk. And who now, just as we anticipated, desires entry to the Monpatri Mage Factory. I promise you that is not one of my desires. However, the Prince has ordered me to rescue all survivors of the Mage Factory disaster. Have you found anyone? No one. We're prohibited from conducting any investigations, even if we use golems. The Archmage has directed us to enforce the quarantine, nothing else. All that's left for us to do is burn mana on cleansing spells and barrier charms. A senseless waste of time and effort. Is that all you wanted to talk to me about, Mage Kandor? Of course not. Master Remedius wishes to see you, away from prying eyes. I'm going to create a portal for you now. Can I assume this portal won't drop me right into a trap? Who do you think we are? The Adepts of Darkness? Go. Jetzt willst du mich da einfach reinschicken. Ich weiß, dass da vorne aber eine Truhe noch liegt. Kann ich am Portal vorbeilaufen? Ach, alles Betrug mit der Truhe. Ich habe Angst vor diesem Portal. Vielleicht bin ich noch gar nicht so weit. Toll. Schick hab das hier. Warum trägst du 2 Stäbe? Here is the hero who made the Order of Mages look like fools. The prince sent you to the Mage Factory to look for survivors, correct? Precisely. Perhaps you can lift your completely unnecessary quarantine now and let me inside. The Order has its reasons for maintaining the quarantine, even if the king himself should order it lifted. But let's say we're willing to make an exception for you.
There yet remains one question to be addressed. What kind of question? Can the Order of Mages trust you? We don't know who else you might be working for, nor what goals you pursue for yourself. The Mage Factory is the repository of our secrets. Unfortunately, some of them have already fallen into the wrong hands. Recover them for us, and trust will cease to be an issue. Supposing I agree, where am I to search for these secrets of yours? Kandor will tell you the details. Go. The portal will take you back to the outpost. Ich werde euch natürlich helfen. Hauptsache, ihr lasst mich rein. You're a mage factory worker? Senior. I've spoken with Remedius. Assuming I'm willing to help you, what do I have to do? Did you see the plundered wagon train on the bridge? I think you can guess it wasn't carrying tools or food. Something valuable went missing from that wagon train, and we want it recovered. What exactly am I to find? Why do you mages always have to be so vague? There are certain facts we are loath to divulge before the time is ripe. Find whoever robbed that wagon train, and... It was sentry golems in the wagons, that's what. And Windyport is the place to look for them. Talk to the locals. They likely know about it. The Artisanians are constantly pilfering from the mages, either at the mage factory or the tower. They sometimes even kidnap an actual mage, if you can imagine that. How dare you! You shall face a magical tribunal for divulging our secrets. I do very much dare. I serve the Royal Guard now, not you. Legate Horus will stand up for me. I think I know enough now to proceed. Ach, warum müssen Magier eigentlich immer Ärsche sein? Ich glaube, ich gehe jetzt hier rund, also beziehungsweise ich gehe nicht in die Stadt rein, sondern ich gehe lieber runter an den Hafen. Für die Nebenquests. Warum muss ich eh nach Windhafen, um Hinweise nach Hinweisen zu suchen, mein Gott. Ich glaube, man muss den Aufzug auch nur einmal nehmen und unten wird auch ein Portal sein. Markierungsstein, das war das. Weil sie denken, dass sie was Besseres sind. Weil sie denken, sie sind kultiviert und total schlau und super. Aber Studium macht keinen besseren Menschen aus einem. Auch wenn manche das gerne so sehen. If the stolen golems are being hidden at the port, someone among the locals must be in on it. Oh, langsamster Fahrstuhl der Welt. Ja, wink mir nochmal zu, bevor ich in den Tod falle. Oh, freier Falleffekt. Oh, eine Zwischenstufe. Warum darf ich da nicht anhalten? Wait, please listen. Heidi Ho. What's wrong, buddy? Bandits ransacked my shop, and now they've taken it over entirely. Wait, first things first. What shop do you mean? I'm Dominic, a merchant of the Royal Trade Guild. I used to deliver goods to Odilon of Marcella, and since there was plenty of demand, I got one of the locals, Rick, to join me and open a shop of our own.
We sell the same stuff as Odalan. Weapons, equipment, scrolls. We were doing a good business. Until that Fisher rogue appeared, drove Rick off, and took over our shop. No one here will stand up to him. Who's this Fisher fellow? I've never heard of him. Everyone's dead scared of the guy. Rumor has it he's got monsters serving him. Rick told me he had something up his sleeve to use against Fisher, and then he disappeared. Can you scare Fisher off for me? I'll reward you. On the honor of a royal merchant. This merchant may know something about the Golem heist. Therefore it makes sense to help him. I need to ask about a certain matter at the port. This sounds serious. Are you talking about a trading operation? Not quite. A certain group of artisanians have fallen under suspicion. It's related to some missing sentry golems. What a thing to say. Such accusations are not to be uttered nor heard. Not until we agree upon a mutually profitable cooperation, anyway. There are reports of growls coming from below the wharf. Could there be monsters down there? Maybe it's wise to be scared of Fisher. The bigger the monster, the harder it falls. Talk to Rick, will you? I'm sure that together, you'll be able to defeat Fisher. Besides, he's really angry right now. His beloved cat was poisoned. Such a shame. I'd be glad to join you, but I'm a bit old to run around swinging a sword. I don't know any battle magic, and I can't say I like it either. Besides, I'm not in a big hurry to die just yet. There are reports of growls coming from below. Okay, da kommt jetzt nichts mehr Neues. Aufruf an alle bürgerfreien Willens. Wir haben die unabhängigen Bürger Nostrarias. Wir, die unabhängigen Bürger Nostrarias, rufen alle auf, die sich unserem Kampf zur Unabhängigkeit von Marcella anschließen wollen. Lasst uns unsere Brüder, die Artisania, bei ihrem Ringen unterstützen. Lassen wir den großen Maurice bei seinem Streben nach einer neuen, besseren Welt nicht allein. Ergreift eure Waffen und begebt euch nach Rigern, wo der große Maurice aushält. Ruhm und Ehre dem großen Maurice. Angeblich soll es hier unten auch eine Höhle geben, wo ein Troll lebt. Alles nur dämliches Gewäsch. Warum sollte man sowas glauben? Ja, benutzt doch mal für Trümmer einen Haufen Kisten. Ach, das ist doch ein Troll. Also einige Trolle. Ihr macht das schon. Ihr wartet erstmal ab. Hier auch.
Na komm, crittet. Dann fallen die alle auf einmal um. Bam. Na, setzt euch mal schön auf euren Arsch da. Passt schon. Du kannst erstmal warten. Ihr könnt den Greif kaputt hauen. Dann könnt ihr wieder zurückgehen. So schlimm, wenn der Feind keine Nahkämpfer, keine Fernkämpfer hat. So, das tut jetzt ein bisschen weh. Erstmal abwarten. Sehr, sehr schön. Verprügelt den Rest. Wir wollen nur Kultur. Lasst uns in die Oper gehen. Dass wenn ich jetzt Raserei mache, dann greift er die nächste Einheit an oder dauert das eine Runde? Ne, greift direkt die nächste Einheit an mit 50% mehr Schaden. Er hat aber so wenig Rüstung. Danke, Spelllord, für ein Stufe 2 Abo. Vielen Dank.
verbrennenden eben. Boah, 6000 Gold. 500 Gold invest. So sollte jeder Kampf laufen. Toll, dann habe ich... Ich muss eh da nochmal lang. Habe ich ein Fass übersehen? Das könnte das Gemälde sein. Während ich an diesem kalten Ufer auf das Boot warte, möchte ich all meine Gedanken über diesen Schurken Cedric niederschreiben. Er hat uns alle hereingelegt. Alle dachten, dass wir zu einer regulären Einheit geformt werden würden, dass wir Banditen jagen und einen guten Sold erhalten würden. Ha! Wie sich herausstellte, stellte Cedric bloß seine eigene Bande zusammen, damit er unter dem Vorwand edler Ziele Händler ausrauben konnte. Ich wollte das nicht einfach so hinnehmen, gemeinsam mit zwei anderen ehrenwerten Burschen. Wir suchten Cedric auf und stellten ihn zur Rede. Wir bestanden darauf, dass er uns unseren Lohn zahlen sollte und versprachen, die Bande daraufhin zu verlassen. Wir hatten eine Vereinbarung mit einem Fischer aus Windhafen getroffen, der uns weit wegbringen sollte. Da wir Cedric alleine gegenüberstanden, war er eingeschüchtert. Er versprach uns zu bezahlen. Am nächsten Tag waren meine Mitstreiter verschwunden. Wie konnte ich bloß so naiv sein? Nur mit Mühe gelang mir die Flucht. Der Wind bläst hier so unerbittlich. Windhafen heißt wohl nicht ohne Grund so. Der Fischer ist spät dran. Auf meinem Weg hierher fing ich eine Getreidelieferung für Cedric ab. Ich würde mir wünschen, dass der verhungert. Scheint mir ein passendes Schicksal für einen Verrückten. Ich habe einen Sack Getreide gestohlen. Das Brot, das ich damit buck, schmeckte ein wenig seltsam. Aber ich hab schon Schlimmeres gegessen. Sobald ich in Sicherheit bin, werde ich allen von Cedrics Missetaten erzählen. O Schöpfer, wieso muss es bloß so kalt sein? Da ist doch ein Schiff. Da ist das Gemälde. I need to find the cash. Theoretisch kann ich so viel mehr Gold machen. Ich habe ja einen Haufen Equipment, was ich auch verkaufen könnte. Auch einige der grünen Sachen werde ich niemals brauchen. Und gute Nacht, Syrius. Ich hoffe, das röstet mich nicht, wenn ich mich täusche. Ich habe hier keinerlei Questinformationen für, oder? Das war was anderes. Wenn auch immer ich diesen Gürtel bekommen habe. Toll, plus 1 Tempo für Anarchie, was mir nichts bringt, weil ich keine Anarchieeinheiten habe.
Hast du Antikater-Tricks für morgen? Ja, einfach nichts trinken. Aber in der Höhle sind auch keine Hinweise. Sorry, keine Zeit heute für Trolle. Das Spiel hat keinen Schwierigkeitsgrad. Gibt denselben Schwierigkeitsgrad für alle. Aber man kann sie auch einfach sofort dismissen mit einer Aussage. Für den nächsten Versuch des Trollings kann ich dich auch gerne auf dem Kanal komplett bannen. Dankeschön. Rattengift in der Kiste. Was habe ich denn da übersehen? Irgendein Fass. Ja, da war auch ein Troll. Ich habe den besiegt. Geh weg. Ach, es ist unten am Wasser. Doch, Trolle können gezähmt werden. Was a troll in the grotto. I seen it myself. And Fisher tamed the blast. Dominic's a coward. He's probably gonna lose his shop anyway. I'm not so sure. Old Didion has gone completely bonkers. Yesterday he was talking about something. Oh. Jeanette? Du siehst aber nett aus, mal. Yeah, so? A merchant named Kramer is complaining his grain hasn't been delivered. Oh, come now. How am I supposed to know where his grain is? I mean, I do receive goods, register them, and put the entry in the log. But I don't remember any grain arriving. None at all. Kramer is expecting an answer. He told me to ask you specifically. Ugh, I don't know. The ship hasn't arrived yet. The weather's been poor. Gromis said storms were approaching from the east, making navigation... Ugh, Kramer will simply have to wait. Now kindly leave me alone. Why so skittish, little colt? Weil sie lügt. Deshalb ist sie angepisst. Oder weil sie die Wahrheit sagt. Und deshalb ist sie auch angepisst. Weil sie immer wieder gefragt wird. Good sir. Aren't you acting the meanie? Putting your hands on other people's property and entire shops is a no-no. Eric's flames! Did that merchant Dominic send you? All right, let's talk. First of all, the man's got two shops, not one. The creator says to share one's wealth. The elves told me so. Second, my boys are sick with hunger. Think what they'll do to me if I ask them to leave. Ha! Fisher? I'm giving you one chance to get out of my sight. I'm not going to say it twice. I don't see that rudeness is called for. Even the artisanians show me a certain respect around here. No one tells Fisher to get out. Why don't you go take the air?
or else I'll feed you to the trolls. Ach, Fischer, du bist sowas von tot. Ich guck nur ganz kurz, wie ich dich töte. Ich hab ganz einfache Banditen, auch Berserker, Bogenschützen, Steintrolle. Du bist kein tödlicher Feind. Du bist ein Witz. Das fuckt vielleicht ein bisschen ab. Und seine Berserker sind schon komplett tot fast. Weil mein Rüstungswert trotzdem hoch ist. Auch wenn der Schwäche auf mich wirkt. Vor allem, weil die Schwäche nur was mit den Angriffen zu tun hat. Verhält sich die KI schlau oder läuft sie einfach blind in den Kampf rein? Kommt auf die Einheitenart an. Obwohl, im Moment, falsche Ansage gewesen. Unterschiedlich. Ich mir, sind die Berserker nicht so toll. Die Berserker haben halt nicht viel Rüstung, also passen halt total nicht zu meinem Spielstil. Die haben halt eine hohe Chance auf Crit-Schaden. Die Sache ist jetzt, wenn ich jetzt die auf Raserei hier stelle, greifen die meine Einheiten dann an? Ah ne, die entscheiden sich schon für den Feind, also ich hoffe. Danke, Legionär Bär, für dein Prime-Abo. Vielen Dank.
Ja, stimmt. Die bleiben ja auch Berserker. Für zwei Runden, beziehungsweise auf Raserei. Das ist einer der Kriegshund 36 hat und der macht einfach Stufe 3 Casts. Und das ist eine Sache, die mich bei dem Spiel stört. Man wird ja irgendwie starker Magie bei jemand vermuten, der ja keine Ahnung. Ach Moment. Mach den Feuerstrahl einfach. Der halt auch ein Zauberer ist und nicht irgendeinen Banditen, der Fischer heißt und irgendwo in einem Hafen versauert. Das finde ich dann so ein bisschen unsinnig. Tommys große Auswahl von nützlichen Dingen. Hier du findest alles, was du brauchst. Von Kessel zu O. Kannst dir nicht einmal vorstellen, was alles gibt. Besser mit eigenen Augen sehen, dann kaufen. My friend and I have found a prime little thing. Hang on a second. You're my assistant. Stop getting ahead of me. But why aren't you haggling? Instead of just nodding your head. Quit friendly. Da ist ein weiteres von den... Ne, stimmt gar nicht. Die Bücher suche ich noch gar nicht. Heute kamen die singenden Fische wieder auf Besuch. Einer grün, ein anderer blau. Wieder ein anderer gelb mit schwarzen Streifen. Der grüne und der blaue Fisch sangen zwei Töne, während der gelbe eine ganze Oktave an Tönen summen konnte. Der Älteste glaubt mir nicht. Er denkt, ich wäre verrückt geworden, aber es stimmt nicht. Ich möchte den gelben fangen. Ich werde ihn fangen. Ganz, ganz sicher. Das werden auch nur maximal drei greifen. Die ich zurzeit mit der Führung halten kann. Mein Kater George schlief hier. Er mochte frischen Fisch und er hasste es, wenn man ihn mit einem Besenstiel piekste. Hallo Philly, grüß dich, falls du weg warst. Naja, vielleicht erzählt der mir jetzt was darüber, wie ich hinten in der Höhle das aufmache. Weil wir haben jetzt einen Laden befreit, das wird uns helfen, wo die Golems sind. When can I visit that shop of yours? Thank you. Give Rick a little time to clean up. Once he's done, you can come see our goods. Aren't you forgetting something, Dominic? Oh, right. The reward, of course. And a discount. There was no mention of a discount. I've written down the details of our agreement and there's no mention of a discount. I helped with your shop, but there's also something I need to know.
Are you interested in procuring a few Illyrian chicks? I expect a new shipment within the week. The Artisanians stole the latest batch of golems from the mage factory. Those chickens may be a delicacy, but I'm here on an even more delicate matter. Where are the golems? If what I've heard is true, they're nearby. Listen. I, Dominic, am but a simple and honest merchant. Fabrics, swords, helmets. A few luxury items for Marcella's market stalls, and what else? Stop talking rot, dammit. They have them crated for transport under an invisibility spell. Soon a ship will come to pick them up. When it arrives, they'll tell everyone to get out of the port, but you could hide. I knew you were in the know. A grotto along the shore to the south. Everyone's afraid of the place, but it's empty. No one will spot you there. This ambush could easily go awry. I'd better prepare. Ja. Wie soll ich mich vorbereiten, du Banane? Außer meine Truppen wieder aufzufüllen. Und ich muss oben zum Zauberer auch mal eben zurück. Und das ist, glaube ich, sogar der schnellste Weg. Nicht zum Zauberer, zum Künstler.